Aber welcher Creator ist dann ehrlich? Siehst du, jetzt stellst du die richtigen Fragen. Montana Black wird gecancelt. Was kann man noch sagen, heißt das Video. Man kann sagen, was man will. Man muss nur damit leben können, dass man danach gefickt wird. Wisst ihr, Leute, was kann man im Internet eigentlich noch sagen? Letztens habe ich diesen Clip gesehen. Ich würde persönlich gerne auch mal wirklich meine ehrliche Meinung sagen in einigen Aspekten, aber ich mache es nicht, weil dann... Weil Geld zu gut schmeckt. Heißt das auf einmal, irgendein kleiner Mob schließt sich dann zusammen und versucht mich dann zu canceln und aus Angst, dass das Unternehmen leidet, schmeißt mich dann beispielsweise... Also doch, Geld schmeckt, ja. Ja, Geld schmeckt. Ja, das ist ja, siehst du, der größte Streamer Deutschlands, Montana Black, darüber, warum er sich nicht traut, seine Meinung zu sagen. Wer in Deutschland vom links-grünen Meinungskorridor abweicht, muss um seine Existenz fürchten. Also tut mir leid, Monte muss wirklich nicht um seine Existenz fürchten. Ich meine, der Typ ist Multimillionär. Der Typ hat mehrere Firmen. Er muss wirklich nicht um seine Existenz fürchten. Ich weiß, um was es, also was hier gesagt wird. Ich verstehe den Punkt. Ja, es ist scheiße, dass man um seine Existenz fürchten muss, wenn man irgendwie eine andere Meinung hat. Was praktisch bedeutet, dass es keine wirkliche Meinungsfreiheit gibt. Und das ist absolut scheiße, das ist absolut nicht cool. Aber gerade deswegen muss man seine Meinung sagen. Gerade deswegen, umso mehr, muss man rausgehen und einfach ganz klar seine Meinung sagen und ganz klar rauslassen, was man denkt, woran man glaubt. Eben weil man das aufbrechen möchte, diesen Meinungskorridor. Ein Rede mit Gönnergy aus dem Laden raus. So im Endeffekt, so komisch gesagt, aber sie können uns nicht alle feuern. Sie können uns nicht alle canceln. Weil man will ja auch nicht unnötig Kopfschmerzen haben, ne? Monte E und Cancelbar-Status? Ja, das verstehe ich aber auch nicht. Du sagst, hätte ich die Kohle von ihm, würde ich so ins Met hauen und mit einem Knall in Rente gehen. Ohne Scheiß, oder? Aber recht hat er, finde ich. Du sagst etwas Polarisierendes. Was aber ja, recht hat er. Ja, das stimmt schon. Ja, für uns Normalsterbliche ist es schwieriger. Für ihn ist es jetzt nicht. Und gerade da sage ich, würde es an ihm liegen, dass er mit einem guten Beispiel vorangeht. Dass er so sagt, hey, weißt du was, fick dich. Ich sage trotzdem meine Meinung. Und außerdem muss man noch eine Sache sagen. Meinungsfreiheit hin oder her. Links-grüne Cancel Culture hin oder her. Was willst du sagen, ist ja die Frage. Keine Ahnung, wenn du hinkommst und anfängst, wie letztens manche Leute herumzuschwurbeln, ob es wirklich 6 Millionen waren oder hin und her, ist das eine Sache. Und etwas anderes ist, wenn du einfach sagst, keine Ahnung, dass es zwei Geschlechter gibt. Oder etwas anderes ist, wenn du sagst, weiß ich nicht, so die Frage, die Nuance ist, auf was willst du hinaus? Ja, was möchtest du sagen? Ich glaube, dass je nachdem, was du sagst, wird man zu Recht böse auf dich sein oder wie auch immer. Und gerade er müsste mit deinem Beispiel vorangehen und einfach sagen, so, es ist verboten, das zu sagen, aber ich sage es jetzt trotzdem. Das hat er sogar ein paar Mal gemacht, der Monte, und das ist ja auch gut so, finde ich. Er spürt eventuell auch Verantwortung, weil da nicht nur sein Schicksal dran hängt. Wenn die Firma down geht, betrifft das halt auch Leute, die nicht safe sind vor lauter Geld. Bezweifle, dass er da so viel daran denkt, aber gut. Mal so schlimm ist, aber gefühlt gibt es eine Gruppe an Menschen, die super sensibel darauf reagieren. Also ich meine, ich weiß nicht, was du sagen könntest, damit du komplett untergehst. Was wird passieren, glaubst du? Die Gesellschaft ist eh 50-50 gespalten. Kannst eh maximal nur die Hälfte deiner Zuschauer verlieren. Mehr kannst du eh nicht verlieren. Man bauscht es auf, Leute reden negativ darüber. Und ich meine, bei 30.000 Zuschauern, über 15 hat oder 30, who cares, oder? Und eigentlich jucken diese Leute nicht. Und nicht mal das Gesagte juckt wirklich, aber trotzdem, ob reich oder nicht, deine ganzen Werbepartner fühlen sich gezwungen zu sagen, sorry Bro, aber wir müssen die Zusammenarbeit zu abwenden. Und wie früh das dann alles, dass ich einmal ehrlich im Internet meine Meinung gesagt habe, okay. Einfach weil das Image zu wichtig ist und die Verkäufe darunter leiden würden. Angeblich. Ob die Leute es wirklich so sehr juckt und bewusst keine Käufe mehr machen würden? Wie gesagt, es geht um Meinungen, die man äußern will und nicht um Taten. Da brauchst du dich nicht wundern, wenn du gecancelt wirst. Unter diesem Tweet hat auch jemand gepostet. Heutzutage ist die Gesellschaft so konstruiert, dass du für jeden Kommentar eins auf die Fresse kriegst. Und das war schon immer so, glaube ich. Das will keiner mehr. Das, dem setzt sich kein Leistungssportler, kein Profi mehr aus. Also ja, das ist auch der Grund, warum es überhaupt keine Charaktere mehr gibt. Ja, das habe ich schon tausendmal gesagt und ich sage es noch einmal. Ja. Es ist einfach komplett
scheiße, dass es heute keine Charaktere in Film und Fernsehen, sei es Schauspieler, Musiker, Sportler, es gibt nicht diese markanten Leute, die es gegeben hat noch vor 30 Jahren oder so, ja. Das ist schade. Heute hast du lauter so diese corporate-gewaschenen Loser ohne Persönlichkeit. Die gehen alle ihren gemütlichen Weg, um sich irgendwie durchzuschlängeln. Keiner streckt den Kopf mehr höher raus, als er muss, weil er Angst hat, sofort einen auf den Deckel zu kriegen. Also welcher Sportler äußert sich denn heute noch politisch? Es sei denn, es ist die Mainstream-politische Meinung, wo man sagt hat, okay, ich setze mich hier, wir sind bunt und Refugees welcome ein, irgendwie, wo man gesellschaftlich eigentlich nichts falsch machen kann. Was kannst du heutzutage noch sagen, ohne dass die Welt dich in eine Ecke drängt, wo du dich zu Unrecht hingetan fühlst? Weil gefühlt ist es so, egal was du sagst, du tendierst ein bisschen sehr ins Extrem. Hier ein paar Beispiele, wo die Gesellschaft sensibel drauf reagiert. Aber auch polarisierende Personen kannst du schlecht diskutieren. Sprich über Männlichkeit oder sag Andrew Tate und die Gemüter sind angespannt. Andrew Tate ist actually ein interessanter Charakter. Ich habe ein bisschen so reingeschaut in seine Sachen und habe ein bisschen so Interviews angeschaut und so ein bisschen Sachen, die er erzählt hat und hin und her. Und gibt es ihn? Nein, es gibt ihn nicht mehr wirklich, habe ich das Gefühl. Er ist irgendwie so jetzt nicht mehr so populär. Aber er hat natürlich komplett beschissene Sachen gemacht. Das ist vollkommen klar, darüber braucht man nicht reden. Das, glaube ich, sind wir uns alle einig. Nichtsdestotrotz hat er interessante Gedanken. Und es ist interessant, sich zu überlegen, woher kommen seine Gedanken? Also sozusagen, wie ist er dazu gekommen, das zu sagen und warum gibt es actually so viele Leute da draußen, die genau das hören wollen? Das ist das, was interessant an ihm ist und womit man sich actually auseinandersetzen muss. Und nicht alles, was ein Andrew Tate erzählt, ist Psychoscheiße. Viele Sachen, die er erzählt, haben auch irgendeinen Sinn. Aber dann gibt es natürlich in all dem, zum Beispiel, er kritisiert in letzter Zeit den Kapitalismus sehr hart. Das ist sehr interessant, sich das anzuhören, wie er plötzlich wie ein Marxist redet eigentlich. Wobei er keine Ahnung hat, dass er das ist oder so. Ich glaube, dass das schon ein selbstständiger Denker ist, sage ich mal, bis zu einem gewissen Punkt. Aber er ist halt sehr jung zu Geld gekommen, glaube ich, und wurde viel zu sehr verdorben vom Neoliberalismus und hat dann scheiß Dinge gemacht gegenüber, genau, er hat Frauen prostituiert, er hat Menschenhandel, glaube ich, betrieben, das sind die Anklagen, weiß nicht, ob er schon verurteilt ist. Also hat sehr, sehr üble Scheiße gemacht und ich finde, vielleicht wäre aus ihm ein anständiger Philosoph geworden, wenn er nicht die Macht und das Geld bekommen hätte, sich wie der größte Hurensohn zu verhalten, hätte er vielleicht irgendwie sinnvolle Sachen auch überlegen können und hätte vielleicht wirklich junge Menschen helfen können, anstatt sie noch mehr hineinzutreiben in diesen neoliberalen Schwachsinn. What the fuck was that? Also ist halt aber ich verstehe so seine Position. In einer Gesellschaft, wo dir permanent gesagt wird, so, ja, pass auf, wie du redest, pass auf, wie du dich benimmst, sag nicht das, benimm dich nicht so, tu nicht das, hin und her, verstehe ich sozusagen, dass junge Menschen den sehen, der da kommt und sagt, fuck you, ich sag, was ich will, ich bin der, ich bin, ich mach, wie ich bin, bla bla bla, fickt euch alle und so weiter. Wisst ihr, was ich meine? Ich verstehe die Anziehungskraft, die daraus entsteht. Also die ist mir vollkommen klar, woher die kommt für die meisten Jugendlichen. Schade, dass es keine anderen Einflussfiguren gibt. Aber dann muss man auch irgendwie so sagen, okay, ich habe gerade vorher gesagt, wir brauchen mehr Charaktere. Das ist so ein Charakter. Das muss man ihm halt lassen. Er ist halt so ein Charakter. Und ja, wir brauchen mehr Charaktere, die vielleicht nicht mit Frauen handeln. Das wäre wirklich ein guter Anfang, ne? Schade, weil sicherlich einige Leute eine andere Meinung haben als so der Mainstream. Keineswegs zu toxisch oder feindlich, aber halt auch nicht blind unterstützend. Aber weil du gefühlt direkt mit Konsequenzen rechnen musst, besonders dann, wenn du dich vielleicht ein bisschen unglücklich ausdrückst, lässt du es einfach. Die Kopfschmerzen erspart man. Was wenn war du dich das? Vielleicht ein bisschen unglücklich. Frage aus dem Chat, sind Frauen selbst daran schuld, dass sie vergewaltigt werden? Was ist das? Wer ist das? Ausdrückst, lässt du es einfach. Die Kopfschmerzen erspart man sich einfach und ich verstehe es. Ich würde gerne manchmal ein bisschen mehr sagen, aber manchmal geht es halt einfach nicht, weil man will ja auch nicht unnötig Kopfschmerzen haben, ne? Dabei geht es gar nicht um objektiv richtig oder falsch, sondern dass man eine Diskussion führen kann, beide Seiten beleuchten kann, ohne degradiert zu werden. Meinungsfreiheit.
aber jetzt ohne die most brutal menschenverachtenden Tweets und dann sagen, ey, meine Freiheit, Digga. Oder jetzt gerade aktuelles Thema AfD, zu Recht kontroverses Thema. Ja, das Problem ist auch bei Meinungsfreiheit, dass die progressiv-autoritären, die ja sofort kommen werden und ja sagen werden, das ist keine Meinung, das ist Menschenfeindlichkeit, ja. Und das werden sie aber bei Sachen sagen, wie zum Beispiel, wenn du sagst, ich bin dagegen, Rüstungskonzerne zu unterstützen, ja, werden sie einfach vorbeikommen und werden dir einfach sagen, yo, Bro, das ist menschenfeindlich. So, für sie ist alles menschenfeindlich, was ihnen widerspricht, auch wenn es nicht menschenfeindlich ist. Auch actually, wenn es Menschen das Gegenteil von Menschenfeindlichkeit ist, also wenn es für Menschen ist, aber du bist trotzdem menschenfeindlich, weil das einfach so besser ist, ne? Sollte auch diskutiert werden und auch die Probleme darunter. Mr. Wissen2Go traut sich auch drüber zu sprechen und kommt scheinbar nur bedingt positiv an. Auch weil er laut Kommentaren nur bedingt positiv, 35.000 zu 9.000. Traut sich auch drüber zu sprechen und kommt. Das ist bedingt positiv. Scheinbar nur bedingt positiv an. Was ist, Alter, sag mal, was wollt ihr Typen einfach im Internet, denen es euch nur um Klicks geht? Was wollt ihr? Dass ihr einfach so 700.000 Likes habt und keinen einzigen Dislike und alle Views der Welt und alle mögen euch? Auch weil er laut Kommentaren ein paar wichtige Punkte nicht angesprochen hat. Punkte, die er vielleicht bewusst nicht angesprochen hat, weil polarisierend. Nicht bei mir sehen die Likes immer andersrum aus, natürlich. Gut so, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass ich da draußen mit diamantener Hammerspitze durch die Nacht der Dunkelheit schreite. Das müsst ihr wissen. Die Dunkelheit der Dummheit schreite. So. To go noch als sonst was dargestellt wird. Welcher Influencer traut sich zu sagen, welche Partei er oder sie gewählt hat? Kannst du nicht ohne Shitstorm zu kassieren. Dann lieber weiter mit der Community auf lustige Videos reagieren. So, welches Active-User-Video reagieren wir heute und machen damit mehr Views als er im ganzen Monat? Entweder bist du auf der richtigen Seite oder ein Querdenker. Warum redet der so? Ist er Schweizer oder so? Ein Rassist, 71 IQ, wobei beide Seiten das voneinander glauben. Dadurch entstehen ja erst die zwei Fronten, die sich dann irgendwann aus Prinzip nicht verstehen wollen. Ja, ich muss sagen, du hast hier 19 Dislikes. Schwierig, dieses Verhältnis hier. Auch wenn beide valide Argumente haben. Die Gegenseite zum Mainstream, die aufgewacht ist, die hält den Mainstream für Herdenschafe, die noch schlafen. Der Mainstream denkt, er wäre ach so schlau, tolerant, progressiv. Aber auch nur so lange, bis jemand den Status Quo challenge und nicht mehr der richtigen Meinung ist. Dann ist plötzlich die Toleranz weg. Der Mainstream wiederum denkt, dass die Gegenseite aus Hohlbirnen besteht. Rip Proletopia, ne? Die einfach nur das Extrem wollen, ohne an die Konsequenzen zu denken. Das kam besonders dadurch zustande, dass es ein paar Leute gab, die so bestimmte Videos geglaubt und geteilt haben wie: Yo, 2 Jahre nach der ersten Corona-Impfung wirst du explodieren. Dasselbe ist passiert bei Laborluftballons, die auch geimpft wurden. Quelle: irgendein Arzt, der behauptet, er war Arzt. Vertrauenswürdigkeit: minus 3000 Aura. Skibidi Gyat Riz, la. Beide Seiten glauben, die andere Partei lässt uns ins Messer laufen. Na, finde ich sehr based, wie er hier sich auch das Kettel da rausgelegt hat. Super Style, auch die zerwuselten Haare. Super, super, super. Beide Seiten haben wichtige Punkte und Bedenken. Beide Seiten sind ja nicht ohne Grund entstanden. Aber gefühlt sind es Tabuthemen, die man nicht ansprechen darf. Und genau dadurch gibt es dann so kontroverse Leute, denen alles egal ist und dann das sagen, was viele denken, aber sich nicht trauen zu sagen, ne, wegen Shitstorm und so. You wake up when the alarm goes off. You go to your job. Hi, boss. Aber diese Leute sind, wie bereits erwähnt, manchmal ein bisschen komisch und dann sagen die so, yo, an dem... Woher hättest du deine Zigarre und ein Nachtmantel, du verzogenes Bengelchen, du? Und dem Tag wird es einen Meteoriteneinschlag geben, weil Rothschild hat Geburtstag oder so. Und was öffentlich zu sagen, wenn du eine gewisse Reichweite hast, ist halt immer ein Interessenskonflikt. Sagst du was, in der Hoffnung zu informieren, auch wenn deine Meinung etwas polarisierend ist, halt ein Tabuthema, oder lässt du es, weil du willst nicht, dass deine Zielgruppe dir dann den Rücken kehrt auf einmal? Werbepartner. Na, man muss da rausgehen und einfach seine Meinung sagen. Man muss die Hoden haben. Das ist einfach wichtig. Ja, und wenn dann irgendwie Leute einen verlassen, dann ist das gut so. Da kannst du nichts mehr dazu sagen. Ja? Und ich finde, diese ganzen Leute, die sehr vorsichtig sind, was sie sagen, die sollten in Wirklichkeit alle Follower und Abonnenten verlieren. Meiner Meinung nach. Ich finde, wenn jemand sieht, dass jemand nicht ehrlich seine Meinung sagt und dass er da draußen einfach anfängt zu schummeln, um family-friendly zu sein, diese Leute sollte man nicht schauen. Diese Leute sollte man boykottieren. Wenn man irgendwen, also da ist es mir wirklich ganz lieber, ganz ehrlich, Freunde,
mir ist es lieber, ihr schaut ehrliche Rechtsextreme, als ihr schaut unehrliche SJWs oder Liberale oder irgendwas. Sei einfach fucking nicht unehrlich. Okay, Rechtsextreme, ja, ehrliche Rechtsextreme wird sowieso nicht finden, die gibt's nicht. Na, das ist halt, schließt das schon mal aus. Aber echt jetzt, so diese verlogenen Wichser, die da draußen nur labern, damit sie Likes oder Geld bekommen, ey, das geht mir echt am Sack. Ja, aber welcher Creator ist dann ehrlich? Siehst du? Jetzt stellst du die richtigen Fragen. Dekadent natürlich, ne? Springen ab. Vielleicht sogar so weit, dass die Social Media Plattformen sagen, yo, du bist gebannt oder Monetarisierung weg. Und es ist dann leicht reden, wenn man wie Iblali tweetet, scheiß auf euer Saubermann-Image, seid doch einfach real. Ist ja nur die eigene Existenz, die man sich schwer... Was hat er geschrieben? Wäre geil, wenn manche Influencer einfach mal ein bisschen mehr Fick auf ihr Saubermann-Image geben würden und mehr sie selbst wären. Habt doch nicht so krankhaft Angst vor irgendwelchen Placements, die dadurch nicht zustande kommen könnten. Wen juckt's? Ich würde gerne dazu was sagen, aber mein Management erlaubt mir das nicht. Ist das Management deine Mutter oder was? Scheiß auf euer Saubermann-Image. Seid doch einfach real. Oh, ist ja nur die eigene Existenz, die... Naja, ich meine, fang an, nimm den Kuchen mit und ja, startet schon mal, fangt schon mal an. Ja. Ich bin schon da. Also ich halte euch den Rücken frei. Ja. Ich meine, ich kann das nicht, aber ich bin da für euch. Ne. Ich werde euch unterstützen mit allem, was ich kann, weil ich das einfach vollkommen richtig finde. Ja. Dass man einfach direkt sagt, was man tatsächlich denkt. Scheiß auf alles. Absolut. Ja, man lebt nur einmal, Alter. Man lebt nur einmal. Das Placement wird ja nicht wichtig sein. Ja, KuchenTV hat geschrieben, ich kann mir den Erfolg der AfD einfach nicht erklären. Und ich habe darauf gesagt, kann er wirklich nicht, das ist das Lustige dran, ja. Weil zum Zeitpunkt des niederländischen Siegtors liegt die Verantwortung, die zwei Fangruppen zu trennen. Bei wenigen Sicherheitsleuten, Polizisten in Schutzausrüstung treffen erst zum Abpfiff auf Euro-Dings. Ja, zu sagen, da prügeln sich die Fans von Türkei und Holland. Und deswegen hat die AfD Erfolg. Das ist einfach das politische Verständnis von KuchenTV. Absoluter kritischer Schwachsinn einfach. Es gibt einfach fucking null Sinn. Was hat fucking AfD damit zu tun? Bitte, Junge, war einfach. Kuchen ist einfach opportunistisch und hochbegabt. Ja, Mann. So ist es. Ich bringe auf meinen Kanal eine Gegendarstellung zu Proletopia und sage meine ehrliche Meinung, hoffe auf Support von Proletopia. Du hast das System gedribbelt. Man sich schwerer macht, wenn man bei heiklen Themen nicht der Mainstream-Meinung ist. Aber ich bin halt nicht mehr der kleine Streamer, sondern ich habe wirklich auch Verantwortung mittlerweile für viele Leute, die durch das, was ich mache, auch ihr Hack auf den Tisch stellen. Es muss gefühlt alles sehr... Sie finden schon Arbeit woanders, mach dir keine Sorgen. Du mach einfach mal, zeig, was du kannst. Ja, weil einfach da so, oh, tut mir leid, ich kann leider nicht sagen, was ich sagen möchte, ich muss Leute ausbeuten. Sorry, ich kann einfach nicht. Ich habe zu viele Angestellte, die mir einen Mehrwert einfahren. Uff, ich hätte gerne diesen Mehrwert. Deswegen kann ich nicht sagen, schau, es geht auch um ihre Existenz. Es geht auch, ich schaffe hier Arbeitsplätze. Werbefreundlich sein. Auch in anderen Thematiken, was mich zum Beispiel bei YouTube ein bisschen stört. Auf dem Zeitkanal wollte ich damals zum Beispiel berichten über einen ekligen Zwischenfall. Ein fremder Mann drängt sich einer Streamerin auf, um es werbefreundlich zu sagen. Wie sieht er aus? Vielleicht kenne ich ihn. Der Mann wurde auch gefasst, ich habe alles zensiert und so weiter. Warte, sieht man ihn? Auf dem Zeitkanal wollte ich damals zum Beispiel berichten über einen ekligen Zwischenfall. Ach so, Hongkong, na gut, vielleicht. Ein fremder Mann drängt sich einer Streamerin auf, um es werbefreundlich zu sagen. Der Mann wurde auch gefasst, ich habe alles zensiert und so weiter, aber nur wegen dem Titel habe ich sofort einen Strike bekommen. Ja, und bei drei Strikes ist der Kanal gelöscht. Auch wenn ich zum Beispiel das Skript schreibe oder generell Jokes. Was spreche ich an? Wo sage ich meine Meinung? Könnte der Joke eventuell als zu offensive wahrgenommen werden? Welches gängige Schimpfwort benutze ich nicht und benutze stattdessen ein Peach-Emoji, um es zu umschreiben? Wäre ja doof, wenn YouTube Bye-Bye zum Geld sagen würde für mich oder... Ich habe auch Abonnenten verloren. Weil als ich angefangen habe, die Rechten zu kritisieren und ihre Dummheit klar zu benennen, habe ich, keine Ahnung, habe ich so irgendwelche 200, 300 Abonnenten verloren oder so auf YouTube und auf Twitch sicher auch einige Zuschauer. Also ich hatte ja früher irgendwie durchschnittlich 700 Zuschauer, jetzt sind es 400 so. Ne? So ist das, aber ich werde mir nicht nehmen lassen, einfach im Namen meiner Gesundheit, rechten Volltrotteln zu sagen, dass sie Volltrottel sind. Und Linken auch nicht. Also spielt überhaupt keine Rolle. Ob sie rechts oder links sind, Volltrottel bleibt für mich Volltrottel. Das ist alles, was zählt. Ja.
Ich verliere 200 Abos jedes Mal, wenn ich ein Video veröffentliche, egal was. That's the spirit. Barbara Tunek hat angekündigt, morgen einen Stream zu dir zu machen. Ja, aber ist der letzte diesmal, oder? Das ist der allerletzte. Und dann wird nicht mehr über mich geredet. Stimmt's? Das ist doch der allerletzte diesmal. Aber versprochen. Ja, wenn mir Leute daraus einen Strick bauen würden. Alle Leute, die ohne Hintern geboren worden sind, fühlen sich sehr verletzt, wenn du das A-Wort benutzt, anstatt ein Peach-Emoji. Aber ich verstehe schon die Grenze. Bei deinem Arbeitsgeber ständig fluchen, weil du real bist, denn so redest du ja privat. Und ich kann einfach nur die Wallah-Garantie geben. Ist halt auch Quatsch. Du passt dich so ein bisschen deinem Umfeld an, ohne dass man sagen würde, yo, du hast deine Seele verkauft. Ich bin ja absolut lost. Nein, du bist ein Schloss, du bist ein Huch. Deswegen zum Schluss. Es wäre cool, wenn man sorglos, vernünftig, also rational diskutieren könnte. Zwei Seiten, die nicht direkt. Ja, EBK hat einfach diese ganze Geschichte, die ich auch habe. Diese ziemliche Direktheit, die man so als Migrant hat. Ja? Ich glaube, den Deutschen ist das oft zu viel, was ich schade finde. Ich finde, Deutsche müssen da, aber Deutsche haben Angst, dass wenn sie diesen, wie soll ich sagen, diesem offensiven Selbst einfach einen Platz einräumen, dass sie dann nicht anders können, als abzuhitlern, einfach nach kürzester Zeit. Habt auch eine Reaction von Naitan gesehen, wo er auf irgendeine Frau reagiert hat, das war gestern. Und die hat das auch gesagt. Die war auch so Ukrainerin oder was. Und die hat auch gesagt so, glaubt ihr, mich interessiert, was ihr denkt? Ihr kommt jetzt einfach und sagt zu mir, hey, du bist überheblich. Ja, ich bin gerne überheblich, was wollt ihr? Ja. Und ich habe mir einfach gedacht so, ja, so sind wir. So sind wir Ausländer, wir können einfach nicht anders. Ja, ist so. Das Extrem meint. Die Meinung sagen und sie gegenseitig verstehen, auch wenn man anderer Ansicht ist. Und nicht direkt canceln, als ob das der einzige Lebensmittelpunkt von einem ist. Was? Monte vergleicht Frauen mit Hunden, um sein... Das wird aufhören. Das wird aufhören. Diese ganze Cancel-Nummer wird aufhören, Leute. Wir haben einen wichtigen, vorderen Kampf geführt, haben Stärke bewiesen, haben unsere Mauern verteidigt, haben uns nicht unterdrücken lassen, nicht anschwärzen lassen, nicht verpfeifen lassen, nicht schlecht reden lassen. Wir waren standhaft und die Wokies sind dann aufeinander losgegangen und langsam geben sie ihr dummes Geschäft auf, weil sie sehen, dass sie damit nirgendwo hinkommen. Gut so. Und einer nach dem anderen verpissen sie sich und löschen ihre Scheißkanäle und haben immer weniger Zuschauer. Gut so. Genau so muss das sein. Aber es gibt noch ein paar. Es gibt noch ein paar. Ja, müssen wir schauen, wie man auch noch die los wird. Ein Punkt zu verdeutlichen? So kann ich nicht weiterleben, außer Monta verliert all seine Reichweite. Hater wollen dich unten sehen. Realistisch wird sich kaum was ändern. Und als Person mit Reichweite, das Beste, was du sagen kannst, ist... Genau, nichts. Einfach Klappe halten. Ja, dieses Frau, wo er das gesagt hat, mit Frauen sind wie Hunde oder das über Migranten oder so, hat man ihm ja auch maximal schlecht ausgelegt. Und wenn, dann hast du eine Vanilla-Meinung. Ich bin jetzt nicht so dafür, aber auch nicht so dagegen. You do you. Lass uns einfach gemeinsam Spaß haben. Du machst dein Geld und was der Mainstream denkt und macht, juckt dich nicht. Sagen wir mal, der mit uns einen Werbevertrag macht, uns den kündigt, weil es halt nicht in sein Konzept passt. Also diese Meinungsfreiheit haben wir eigentlich in dem Sinne gar nicht, wenn wir kritisch unterwegs sind. Und deswegen äußert sich auch heute keiner mehr kritisch. Macht keiner mehr. Was denkt ihr? Sagt ihr direkt eurem... Kapitalismus, Bruder. Das ist einfach, der Kapitalismus hat hier eindeutig quasi die Gehirne der Menschen übernommen. Statt dass ein Mensch dasteht und einfach sagt, was ihm am Herzen liegt und was er wirklich ist als Person und dass er sich wirklich weiterentwickelt und ausdrückt, lutscht er lieber für Geld bei Konzernen. Das ist einfach die Realität. Und da fragt man mich einfach immer so, Herr Erwin, was hat das mit Kapitalismus zu tun? Leute, die Kapitalismus als Wirtschaftssystem verstehen, verstehen Kapitalismus nicht. Kapitalismus ist nicht einfach nur ein Wirtschaftssystem. Kapitalismus ist ein Mindset. Es ist ein Mindfuck. Es ist ein Hirnvirus. Es ist eine Einstellungssache. Es hat nichts damit zu tun, dass es nur ein Wirtschaftssystem ist. Es ist ein Umverteilungssystem, kein Wirtschaftssystem. Weil es versorgt ja die Leute nicht ausreichend mit ihren Bedürfnissen, aber es umverteilt die ganze Zeit. Es ist ein Umverteilungssystem, Machterringungssystem. Aber es ist, ja, zuerst einmal ein Mindfuck. Das muss man verstehen. Man spürt jetzt schon offensichtlich, wie es die Menschen einschränkt. Absolut. So, ja, und die Rechten laufen draußen herum, Kapitalismus, besser System, aber ich darf nicht sagen, was ich will. Ja, diese Wokis.
Das ist einfach keine fucking Ahnung, wovon sie reden. Ja, was willst du mehr? Was willst du erwarten von denen? Ich bin ein Punk im Cyberspace, ein Cyberpunk. Oh, apropos, habe das Spiel gestern aus der Bücherei geholt. Werde es, glaube ich, irgendwann demnächst zocken. Ich muss es ausprobieren. Und das letzte Assassin's Creed, das Mirage, habe ich mir auch geholt. Das muss ich auch probieren. Wie vollkommen verblödet das ist, möchte ich wissen. Ja. Gibt es in der Bücherei, kostet nichts, kann man ausborgen und sich dann ärgern, wie dumm das Spiel ist und dass man Zeit verschwendet hat. Lohnt sich auf jeden Fall. Ne? Meinung, auch wenn sie kontroverser ist. Und hier ein Video, warum man Influencer nicht so vergöttern sollte. Ciao! Was ist das für ein Typ, dieser Active-User? Den kenne ich gar nicht. Den habe ich, glaube ich, zum ersten Mal... Wisst ihr, Leute? Habe ich ein Video von ihm gesehen, ich kenne ihn nicht. Weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber... Der hat mal kurz für Kuchen gecuttet. Kuchen? Geschnitten? Weil ich einfach so einen Fanclub von irgendwas zwischen 30 und 50 Dudes auf Social Media habe. Was sind das für Leute? Was ist das? Was habe ich hier gefunden? Ich habe dieses Video gerade gefunden, das heißt Shuryoka, halt doch endlich mal deine Scheißfresse. Mund. Der Cousin heißt er. Hat nur 170 Abonnenten. Was ist das? Nicht zeigen? Wieso nicht? Was ist denn? Das habe ich nicht verstanden. Was ist das für ein Mensch? Und sie kritisiert. Dann seid ihr instant obsessed. Verrückt nach ihr. Was zum Teufel hast du dir ins Gesicht geschmiert? Why would you do that? Weil, wir dürfen nicht vergessen, Bruder hat einfach Wette verloren. Die Welt dreht sich nur um sie. Und dann hat er ein Video dazu gemacht, dass er Hallo sagen wollte zu mir. Ich habe das... Na, kein Shuryoka-Content. Ich habe auch gesehen, dass der Jay Riddle hat auch ein Video über Shuryoka rausgebracht. Habe ich nicht angeschaut. Erwin, genug für heute. Erwin, jetzt genug gestreamt. Erwin, jetzt Fußball schauen. Erwin, schickt euch zu Brotfunk. Brotfunk, B ist der Linke.